Und? Wie habt ihr das geschafft? Wir haben nichts gemacht, das habe ich doch schon gesagt. Hey, alles in Ordnung? Oh, tut das gut. Die Show war ein Riesenerfolg, oder? Ja, die Leute sind noch viel mehr mitgegangen als letztes Jahr. Wir sollten diesen Schwung für unser Demo ausnutzen. Wir brauchen ein paar neue Texte. Oh, hast du etwa was Neues komponiert? Oh ja, richtig geiles Zeug. Wirklich? Worauf wartest du noch? Das würde ich mir auch gern anhören. Hä? Zunächst mal, wer sind Sie? Eine Vertreterin von Cosmopop, Yukisaki? Misato Yukimura. Diese Agentur hat wirklich jede Menge tolle Künstler unter Vertrag. Wow, danke schön. Wollen Sie damit etwa andeuten, dass die Chance besteht, dass wir entdeckt werden? Naja, die Chance besteht vielleicht. Oh, yeah. Interesse? Ganz im Ernst? Tja, ich weiß, dass das ein bisschen plötzlich kommt. Aber was haltet ihr davon, wenn ich mich um euer Demo kümmere? Und das heißt? Unsere Agentur hat ein Studio, das für übermorgen reserviert ist. Wie wär's, wenn ihr es dort aufnehmt? Im Ernst? Ja, aber natürlich nur, wenn ihr Lust dazu habt. Aber klar! Abgemacht! Oh, wow! Wir haben's geschafft! Okay, lass uns zu Kyoto fahren. Das wird dreckig und wild. Im Ernst? Wir sind echt die Größten. Oh Mann, ob wir wohl auf dem Weg sind, richtige Stars zu werden? Ist das der erste Schritt in Richtung Platinalben und unermesslich viel Kohle? Was meint ihr? Hm? Du solltest lieber nach vorne schauen. Was ist denn los mit euch? Du bist ziemlich aufgeregt. Und was ist daran falsch? Läuft das nicht alles ein bisschen zu glatt? Hä? Urplötzlich haben wir einen Termin im Studio. Es ist zwar ein klasse Angebot, und aber... Und was ist da das Problem? Das heißt doch, dass wir Talent haben, oder nicht? Ja, aber... Alles in Ordnung? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon mal irgendwas von Cosmopop gehört habe. Junichi hat gesagt, dass es eine ziemlich bekannte Künstleragentur ist. Nein, das habe ich nicht damit gemeint. Ich glaube nicht, dass der Laden besonders groß ist. Das macht nichts, dann machen wir ihn eben groß, hä? Zunächst mal müssen wir ein richtiges Debüt hinlegen. Okay, ich glaube, das ist nicht ganz unrecht. Ja? Du hast mich zu Tode erschreckt. Was ist denn da? Es ist Ryusei. Ja, genau. Cosmopop ist Ryuseis Agentur. Hey, wer ist denn dieser Ryusei? Den kennst du nicht? Willkommen im 21. Jahrhundert. Wie war das? Den kennt sogar meine Großmutter. Was, echt? Dieser Typ ist ein ziemlich geheimnisumwitterter Sänger. Im letzten Jahr ist er plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und kam über Nacht in die Top 3. Im Moment ist er in puncto Popularität und Talent wirklich einsame Spitze. Und er ist der Künstler, den Kyoto mit Abstand am meisten bewundert, oder? Ja, er ist unglaublich. Ich glaube, irgendwann möchte ich mal genauso sein wie er. Wow, dann muss er wirklich gut sein. Ja. Und eines Tages... Okay, lassen wir ihn weiter träumen oder fahren wir jetzt endlich nach Hause? Und ich hab gedacht, ihr würdet hier lernen. Verhaltet euch ruhig in der Bibliothek. Jawohl. Hm.
Das ist also der Typ Mann, von dem die Mädchen heute schwärmen. Ist der nicht süß? Der hier, der ist auch niedlich. Ja, aber dieser hier ist echt der Hammer. Trotzdem, Gespräche dieser Art gehören nicht in eine Bibliothek. Jawohl. Irgendein Haken muss der drin sein. Sie hätten niemals ein Studio für uns allein gebietet. Habe ich recht? Das einen Leid, des anderen Freud. Kanaria, Mina, Mina. Okay, das war's. Machen wir Schluss für heute. Wer sind die Typen? Hast du das nicht mitgekriegt? Die spielen hier ihre Demo ein. Ach. Okay, Kanai Baby, du warst wieder mal spitze. Ich danke euch. Gute Arbeit. Vielen Dank. Danke, gleichfalls. Das war wirklich klasse. Hoffentlich arbeiten wir wieder mal zusammen. Das war doch dann alles für heute, oder? Hier schon. Aber da wäre noch das Übliche. Was? Wirklich? Immer noch? Aber das ist doch nur... Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Tu einfach das, was man dir sagt. Wo liegt das Problem? Reicht es nicht, dass ich hier bin? Schließlich gab es doch bis jetzt auch keine Schwierigkeiten. Ich hasse dieses Mädchen. Vielleicht sollte ich... Widerworte sind nicht besonders attraktiv, Kai. Du musst wissen, dieses Mädchen trägt unglaubliche Kräfte in sich. Genau. Kräfte, mit denen du dich nicht messen kannst. Bitte, auf! Es tut mir leid. Solange du brav bist und auf mich hörst, wird dir nichts geschehen. Verstanden?